Und irgendwelche Shops im Internet und dann noch irgendwas, was er sonst macht und bla 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 und so, ne? Und irgendwas mit Werbung, was der da noch macht, gibt's ja auch, ne? Ja. Also was der da schon mit Geld gemacht haben muss, das ist echt richtig krass. Der hat bestimmt Das ist heftig. mindestens 500.000 gemacht, wenn nicht mehr. Wahrscheinlich mehr. Wow. Niklas, Was? mit was stößt du die ganze Zeit gegen was an? Mit meinem Fuß gegen meinen Tisch. Und warum? Hat er zu schon was getan? Wollen wir es ausdiskutieren mit dem Tisch? Nein. Wir wollen es nicht ausdiskutieren mit dem Tisch. Der arme Tisch. Ach, warum? Ich diskutiere für dich, dann verliert der Tisch. Okay? Bäh. Wir müssen so fertig sein, damit wir darüber reden, mit dem Tisch zu diskutieren. Oh ja. Richtig heftig, Mann. Ja, das liegt nur daran, dass du keine Gesprächsthemen hast. Obwohl du mir Warte. erzählt hast, du hast ganz viele vorbereitet. Lass mich raten, du gehst jetzt auf Google, YouTube, Video, Gesprächsthemen. Nein. Gesprächsthemen für YouTube-Videos. Nein. Gesprächsthemen für YouTube-Aufnahmen. Bagdad. Du suchst nach Bagdad. Was hältst du denn von der Spionageaktion von der NSA? Ich finde eine ziemliche Frechheit, damit die Merkel, sie geht einfach denkt so, ja, ist okay, ja, geht klar, ne? Ich finde, Amerika ist definitiv zu krass vertreten in Deutschland. Yep. Jetzt In wurde ja schon wieder was abgehört. Deutschland. Für die Türkei wurde abgehört. Schwampel. Ich meine, das auch allgemein diese ganzen Armeestützpunkte überall in Deutschland. Ich meine, da kommt es immer, ja, die Amerikaner, die wollen uns ja nur beschützen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich finde es ja echt schön von denen, damit die uns irgendwann mal vor 100, 200.000 Jahren geholfen haben, ne? Aber jetzt ist auch irgendwann wieder gut, ne? Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt kann gerne hier irgendjemand mit dem Kompliment kommen. Mit dem Kompliment. Hä? Was laber ich? Mit dem Argument kommen. Ja, die wollen uns beschützen, falls uns irgendwelche Gefahren drohen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie hoch ist die Gefahr, damit irgendjemand was gegen Deutschland hat? Hoch, weil sie sich überall einmischen. Ich sag's mal so, kein normaler Mensch würde sich aber einfach mit Deutschland anlegen. Einfach aus dem Grund, weil Deutschland ist keine Gefahr. Das stimmt. Ich meine, wir haben nicht mal eine richtige Armee. Ich meine, klar, die Bundeswehr, aber ganz ehrlich, so krass ist das jetzt auch nicht, was ihr da habt. Ich meine, wir haben nicht mal Wehrpflicht, ne? Ich meine, Deutschland ist eigentlich ohne die ganzen Bündnisse, die da geschlossen wurden, kein erster Gegner. Deswegen ist das überhaupt kein militärisches Angriffsziel. Außer natürlich, man denkt sich, okay, das sind ein paar Armeestützpunkte von den Amerikanern, die von den Amerikanern eigentlich abgeschnitten sind. Über mehrere tausend Kilometer. Ne? Also beschützt uns die Amerikaner von einer Gefahr, die eigentlich durch die provoziert wird. Ja, du hast es erfasst. So, jetzt könnte man sich denken, ja, okay, aber Terroristen zum Beispiel, ja, die machen das ja einfach so und die Abwehraktion galt ja auch der Bekämpfung des Terrorismus. So. Das glaube ich nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Nee. Also ich Es einfach wurde dran. jemand. Ich sag's auch wieder, Deutschland ist einfach nicht so hammermäßig präsent, damit wir akute Angst vor einem terroristischen Anschlag haben müssten. Ich meine, wenn es irgendein riesen Sportevent oder so in Deutschland wäre, dann hätten wir Angst haben müssen. Aber so ganz ehrlich, ich glaube, die Gefahr, damit wir irgendeinen großen terroristischen Anschlag in Deutschland ausgesetzt sind, ist echt ziemlich gering. Ne? Ja. Ich meine, stellen wir uns vor, die Terroristen schaffen es, eine Atombombe zu bauen. Welche Chance ist größer, damit die Atombombe in irgendeiner Hauptstadt von Amerika hochgeht oder in Deutschland? In irgendeiner Hauptstadt in Amerika. Genau. Also mit irgendeiner Hauptstadt meine ich die Hauptstadt von den verschiedenen Ländern in Amerika, ne? Ja, Das Problem verdammt, ist jetzt habe ich es halt, vergessen. die sind so beliebt, weil es wurde einfach immer ein. Ich meine bei den Alten, ne? Da kann ich doch verstehen. Ich meine, die haben das wirklich noch miterlebt, wie die Amerikaner uns geholfen haben, ne? Aber jetzt bei den Jüngeren, denen wurde auch nur von den Alten eingeredet, die Amis sind so toll. Ja. Ne? Und ich Also. meine ganz ehrlich, wenn dir das dein Leben lang eingeredet wird, dann hinterfragst du es einfach irgendwann nicht mehr und hast den Grundgedanken fest in deinem Kopf drin.
Man munkelt ja auch, dass dieser 11. September, dass das geplant war. Oh, jetzt hörst du es aber auf Thema. Ganz ehrlich, ich glaube echt, dass die Regierung von Amerika dahinter steckt. So, jetzt bitte beleidigt mich als scheiß Verschwörungstheoretiker oder so, aber ganz ehrlich, es gab da echt ein paar Sachen, die kamen mir komisch vor. Nummer 1. Oh Gott, jetzt habe ich ein Thema angesprochen. Zwei Flugzeuge in zwei Häuser, drei stürzen ein. Nummer 2, die Häuser stürzen ein wie bei einer kontrollierten Sprengung. Nummer 3, man hat Sprengstoff in den Trümmern des Gebäudes gefunden, der bei kontrollierten Sprengungen verwendet wird. Nummer 4, in England wurde der Einsturz des dritten Gebäudes vorhergesagt. Es wurde berichtet, dass das dritte Gebäude eingestürzt ist, bevor es überhaupt eingestürzt ist. So, What? das nächste ist, das Flugzeug, das in das Pentagon geflogen ist, da haben sich irgendwie ziemlich viele Tonnen Stahl einfach mal in Luft aufgelöst, ne? Ich meine, das habe ich gehört, ja, das sollst du das so machen, ne? Ne? Macht Schleicher manchmal einfach, sich in Luft auflösen. Passiert, ne? Und das Flugzeug, das einfach so abgestürzt ist, ne? Das angeblich Ja. natürlich nicht abgeschossen wurde. Warum findet man dann dennoch ewig weit entfernt Teile, die auf eine Detonation in der Luft auf hohe, auf sehr, auf, wie nennt man das, auf eben sehr großer Höhe stattgefunden hat? Ja, also ich denke, da ist auch einiges nicht so. Ne? So, okay, weiter geht's. Oh Gott. Nee, ich hab's gleich. Und warum werden die Gebäude nicht evakuiert? Der Präsident hatte halbe Stunde oder so Zeit, die Gebäude zu evakuieren. Und selbst wo dann das erste eingestürzt ist, wurde das zweite nicht evakuiert. Ja, das Ne? wundert mich eben auch. Außerdem kann man auf dem Video sehen, damit in manchen Stockwerken eine Art Explosion aus den Fenstern schießt. So, da muss ich allerdings sagen, da bin ich mir nicht sicher. Das könnte natürlich auch mit dem Zusammensturz zusammenhängen. Das ist das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin. Aber bei dem anderen denke ich mir, das stimmt doch was nicht. Ich meine, Amerika muss man sagen, das stimmt allgemein was nicht. Ich meine, die Drogenkriege. Was denkt ihr, warum Amerika so riesen Kriege gegen die Drogen führt? Genau, weil ja irgendwie müssen die ja Geld verdienen. Wenn die keine Drogenkriege führen würden, dann würden tausende Menschen ihren Jobs verloren. Außerdem wären die Gefängnisse einfach total unterbesetzt, ne? Ich meine, viele Leute. Was? Muss mein Auto hin? Mein Auto ist weg. Ich meine, viele Leute verdienen ja ewig viel Geld damit die Gefängnisse haben und so. Oder die ganze Gefängniswärter, das wird alles nicht mehr auslassen. Also ewig viele Menschen würden den Job verlieren. Deswegen tut Amerika ja absichtlich dafür sorgen, dass die Drogenkriege weitergehen. Ne? Okay. Die versuchen ja gar nicht zu verhindern, damit die es sein. Ich meine, ganz ernst, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Überlegt dir doch mal, warum Amerika diese Drogenkriege führt. Denkst du echt, denen liegt was an den Menschen? Denkst du echt, die denken sich, nein, diese armen Menschen, die mit den Drogen in Kontakt kommen. Denkst du echt, deswegen machen die das? Amerika hat immer irgendeinen Grund, Krieg zu führen. Entweder sie machen selber Geld damit oder sie bekommen Rohstoffe. Ich meine, überlegt, es gab in Amerika eigentlich. Was ist das eigentlich? Überleg mal, wann war der letzte Krieg in Amerika? Lang her, oder? Ich kenne keinen. Nee, Weiß nicht, genau. der Bürgerkrieg. Sonst fällt mir keiner ein, der in Amerika war. Ja, mir auch nicht. Die waren alle immer außerhalb mit Amerika, mit irgendeinem Nutzen Amerikas. So, ich meine, überlegen wir uns das doch mal. Warum sind die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg eingetreten? So, nicht, weil die alle so böse sind. Ne? Ich meine, Ja. das hat natürlich auch schon eine Rolle gespielt, ne? Aber nicht grundsätzlich. Jetzt überlegt mal, haben wir noch von den Russen oder von den Engländern oder Franzosen Stützpunkte in Deutschland? Nein. Merkst du was? Nur die Amis haben sich festgesetzt. Genau. Und genau deswegen haben die den Deutschen, beziehungsweise der deutschen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg geholfen. Ja, Ergibt Sinn. ich verstehe auch nicht. Zum Beispiel um. Ja, dass diese ganzen Hubschrauberflüge, diese Übungsflüge, verstehe ich auch nicht, warum sie die machen in Deutschland. Können sie die nicht in Amerika machen? Nee, die können doch ihre Bürger nerven. Ja, genau, die dürfen das.